viele Schüler den Unterricht ausfallen, um auf der Straße zu protestieren. Die Deutsche Presseagentur will in einer Umfrage herausgefunden haben, dass sich gut ein Drittel der jungen Deutschen zwischen 14 und 19 Jahren an Antikriegsaktionen beteiligen. Kein Wunder, dass der Krieg auch zum Unterrichtsthema wird. Ein Beispiel vom Rückert-Gymnasium in Berlin. Nur wenige Stunden nach Kriegsbeginn waren die Berliner Schüler auf der Straße, um gegen den Angriff zu demonstrieren. Nicht alle sind politisch motiviert, aber es zählt der Protest. Aber für die Schüler findet das Thema Irak nicht nur auf der Straße statt, sondern auch im Unterricht. Es war in manchen Stunden so, dass ich das angestoßen habe, dass ich was mitgebracht habe, einen Zeitungsartikel mitgebracht habe und habe gesagt, also gehen wir mal von der Überschrift aus, beziehungsweise wir lesen das mal, was sind da die Positionen, und dann hat sich eine Diskussion ergeben. Heute ist so ein Tag. Im Leistungskurs Politische Weltkunde der 12. Klasse schreibt Peter Kersten einige Grundfragen an die Tafel. Die anschließende Diskussion zeigt, dass einfache Fragen für die Schüler gar nicht einfach zu beantworten sind. Ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen, was sie danach machen wollen, weil das sind ja Millionen von Leute. So kann man ja nicht einfach dann so machen und dann geht das alles wieder. Das geht ja nicht. Und ich frage mich auch überhaupt, ob die Demokratisierung dieses Landes funktionieren kann, denn dieses Volk ist ja, sage ich mal, nicht demokratisch eingestellt. Der Blick in die Zukunft ist von Sorge geprägt. Wie sieht die Welt aus nach diesem Krieg und was sind die Folgen? Wenn die wirklich alle beseitigt werden sollten, dann steht ein riesiges Machtvakuum. Und ich weiß nicht, ob da eine neue demokratische Regierung, wie die auch immer zustande kommen soll, das dann ausfüllen könnte. Und da die USA in der Lage sind, ihre Politik auch ohne die UNO zu machen, haben die einfach nicht mehr so viel Macht. Sie diskutieren viel über die Motive der US-Regierung, aber wirklich verstehen können sie nicht. Was bleibt, ist die Überzeugung und der Protest.